Ja, heute habe ich was ziemlich Interessantes beobachtet bei meinem Cambonotus nicobarensis. Und zwar habe ich ihnen eine gekochte Kartoffel rein, wo ich gedacht habe, vielleicht fressen sie da ein bisschen, beziehungsweise tragen es ins Nest. Aber wie es ausschaut, haben sie eher damit begonnen, einen Gang dort reinzugraben. Denn wie man da sieht an diesen kleinen Kartoffelstückchen, also die haben sie einfach nur nach außen gebracht. Also so wie wenn sie es mit einem Holznest machen würden. Und ich habe auch vorhin im Nest nachgeschaut, also da sind auch keine Kartoffelstückchen. Also die scheinen halt hier ta tatsächlich zu versuchen, ein Nest zu bauen. Also wirklich interessant, was die Ameisen alles so machen. Auf dem Video sieht man es leider nicht so, aber das ist schon relativ tief drin. Also ich habe vorhin mal reingeleuchtet. Jetzt sieht man gerade, wie eine ein kleines Stück rausträgt. Aber natürlich werden sie dann irgendwann mal feststellen, dass das wahrscheinlich auch nicht groß ausreichend ist, um dort Brut und so weiter zu lagern. Aber es ist wahrscheinlich auch ein Zeichen, dass langsam das Betonnest etwas zu klein wird. Also ich muss da wahrscheinlich auch bald erweitern. Ja, dann bedanke ich mich wieder fürs Zuschauen und ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Tschüss.